Hallo und herzlich willkommen zur nächsten Runde. Heute geht's nach Vanguard. Ja, bin mal gespannt. Ich hoffe, es fängt jetzt nicht gleich wieder mit Standbildern an. Aber ich mahne vorab, es könnte wieder passieren. So, wie heißt jetzt andere? Gunneloon. Hieß die Flachpfeife. Genau. Wohin können wir jetzt segeln? Bestimme den Kurs selbst. Also wir können jetzt eigentlich so gut wie überall hin. Ja, Rand, wenn wir wollen. Weil der andere Scheiße sind, das ist alles nicht. Wir könnten jetzt nochmal nach Tamora. Soll ich das mal schnell machen? Soll ich das mal? Nee. Segeln wir nach Vanguard. Gut, wir werden sofort lossegeln. Hat noch Zeit. Das sag ich jetzt einfach mal. So, und auf geht's zum Chef. Ja, ja. Wie sah das aus? So. Ach, da brauchen wir eine Rune, ne, für zum König rein. Die dürfen wir aber auch haben. Oder können wir da... Was? Können wir sogar an Land gehen? Hey, was? Das gucke ich mir direkt mal an. Ich habe jetzt sogar direkt schon vorab... Kann ich direkt mal sagen. Ich habe ein paar... Themen auch, falls es... anfangen sollte wieder mit Standbildern. Da kann ich ein bisschen die Zeit überbrücken und ging es hier echt nach Vanguard? Guck mal an. Nach Vanguard. Hier waren wir ja so noch gar nicht, ne? Leck mich am Arsch, jetzt haben wir hier eine neue Gegend. Oh nein! Das kann doch nicht sein, eine neue Gegend. Also ich meine, natürlich ist es eigentlich gut, aber och, das heißt wieder so viel und so wenig und so alles. Und ich weiß, ich sollte eigentlich zum König, anstatt hier am Strand herum zu tollen, aber ich kann nicht anders. Die Sucht nach Freiheit raubt mir meine Sinne. Also mir gefällt Vanguard jetzt schon, beziehungsweise halt Myrtana. Myrtana-Lurker. Wie sind die denn drauf? 250 EP, One-Hit für uns. Geile Meile, das gefällt mir jetzt schon wieder ziemlich gut, gell? Aber ja, stimmt, im Originalen, also als wir das erste Mal hier waren, im Originalen, geht auch wieder gut, konnten wir ja nur per Steinbrück, nein, da konnten wir ja per Teleport eben zum König, ey, eine Stufe gestiegen, das heißt, da haben wir auch wieder unsere Lernpunkte zurück, die wir für Untote Vernichten ausgegeben hatten. Hat sich aber schon gelohnt, weil wir, glaube ich, über 10, ich glaube so, circa 15 Mal Untote vernichten herstellen durften, / konnten. Das hat sich schon mal echt gelohnt. Jetzt wollte ich schnell zum König, ne, in dieser Folge hier. Und dann wieder weiter nach Nordmar. Aber nein, jetzt müssen wir erstmal ganz Myrtana aus dem Leben bolzen. Quasi. Und ja, das ist jetzt der Fall. Also wir können jetzt nicht mehr drum rum. Leute, tut mir leid, geht ja nicht anders. Ja, zum König teleportieren, das ist jetzt zu simpel. Das funktioniert nicht mehr. Wir müssen jetzt hier alles aus dem Leben reißen. Alles, was wir sehen. Wir sind Stufe 85, genau. Gildenlos immer noch. Gildenlos? Waren wir nicht immer Paladin? Ja, was soll's. Dann sind wir gildenlos. Die Anlegestelle hier gefällt mir schon. Hier müsste es doch aber eigentlich von Orks wimmeln, oder? Also, rein theoretisch müssten hier überall welche sein. Wobei, da vorne ist auch Vanguard mit dem großen Schutzschild. Eisenhaut. Mole Red. Aha. Was ist da hinten? Eisenhaut Blutfliege oder was? Hier sieht es ein bisschen schimmelig aus, apropos Sch... Da hinten sind ein paar wilde Giftwespe. Auch interessant. Was ist denn da hinten los? Sieht ja auch schon wieder mörderisch aus da hinten. Warum verschwende ich für sowas eigentlich mal eigentlich so Pfeile? Piss dich.
Das ist nur die Frage, sind es da vorne normale Steingolems oder... Nein, jetzt sind die magischen Pfeile verschwunden. Oder sind es diese Mr. Universe Editionen, die einfach unbesiegbar sind? Da hinten ist noch ein Mallrat und jetzt haben wir halt... Eigentlich ist im Vanguard ja das Schutzschild. Also die Barriere. Okay. Erzgolem, Einschlag für uns. Und 50 EP obendrauf. Hab nichts gesagt, die sind nicht stark. Da geht unsere Drachenschneider durch wie Buddha. Und jetzt haben wir hier... Apropos Buddha. Okay, es war doch nur ein Innos. Schade. Nur eine Innos-Statue. Aber Grundstücke! Alles hat sich bis jetzt gelohnt. Hierher zu kommen hat sich gelohnt. Nein, braucht nichts zu sagen. Legitimation erfolgreich. Punkt. Ah ja, hier noch ein bisschen rum, da hinten ist noch eine Feuernessel. Feuernessel. Wo ist noch so ein Kack-Mallrat, ne? Da war gerade auf dem Weg, Kannibalismus zu betreiben. Haben wir nochmal den aufgehalten. Das ist noch ein Kronstöckel. Ne, ist ein Heilkraut. Hier ist aber auch sehr dicht gerade. Ich könnte jetzt eigentlich quasi direkt in mein Verderben rennen. Wer will aufs Maul, hä? So, relativ humane Gegner. Es scheint sich auch etwas im Rahmen... Also es scheint im Rahmen sich im Rahmen zu halten. Das Gebiet um Vanguard herum. Also da ist Vanguard. Und ich glaube, wir können jetzt... auch nicht groß hier die Gegend uns anschauen. Zumindest nicht so groß. Also Methana wird es nicht so komplett geben wie in Gothic 3 eben. Zumindest war das bis jetzt meine Annahme. Kann natürlich sein, dass ich Quatsch rede und auch mit der Version 2.0 hier nochmal alles sich ums 500.000-fache vergrößert. Das kann sein. Aber ansonsten, ich meine, Ishtar gibt es ja auch nicht hier im Spiel. In echt gibt es ja... Was heißt in echt? Im Prinzip gibt es das ja schon. Und oh, Waldscavenger. Na, brauchst du gar nicht so dumm zu gucken. Das ist der Nächste, der dran ist. Jetzt laufen wir erstmal um Vanguard herum und... ja, töten ein bisschen. Und mal ein bisschen wieder so... ne, runterkommen. Die untoten Ritter sind jetzt tot. Zumindest vorerst. Keine nervtötenden untoten Orks mehr. Die haben auf den Sack gehen. Ja, und keine unbesiegbaren Golems, sondern normale. Die Heilige Axt haben wir sowieso dabei. Im Extremfall. Ja, das ist immer so... ich mag es, in neue Gebiete zu kommen. Und dann erstmal so... da kann man das Überlegenheitsgefühl wieder... so richtig schön ausweiten und ausbauen, indem man einfach auf unschuldige Scavenger losgeht mit dem Zweihänder. Und dann kriegt man nicht mal einen One-Hit hin. Ja, ich meine, halt ein Drachenschneide. Ja, und wer geht wahllos auf Scavenger los? Sehr pervers ist das. Da hinten ist aber noch eine Insel. Also was heißt Insel, ne? Das ist ja im Prinzip... ist es ja Festland, aber nicht so ganz. Dann die Frage, ob das da hinten alles begehbar ist. Es sieht sehr stark danach aus. Leute, will ich darüber? Oder darüber? Will ich das? Muss ich das? Die Qual der Wahl. Ich gehe erstmal zurück und schaue, wie weit wir in die andere Richtung kommen, bis wir auf eine andere Insel müssten. Da liegt aber auch, gut ausgedrückt, da liegt, da befindet sich auch ein Wrack. Das könnte man natürlich auch mal nachschauen. Wie sieht es denn von oben aus? Kaputt zumindest. Muss man jetzt nicht unbedingt rein. Also für materielle Güter bin ich ja eh nicht zu haben. Ne? Also materielle Güter wie Gold. Ja, oder Nahrungsmittel oder Wertgegenstände. Die haben für mich überhaupt keinen Wert. Also ich halte davon nichts.
Ja, und ich brauche davon auch nicht viel. Also wenn ich was davon im Inventar habe, dann nehme ich das wahr und das war's auch schon. Es ist ja auch nicht so, dass ich was davon bräuchte oder viel davon hätte. Das sind einfach Dinge, da stehe ich drüber. Ja, es ist schön, wenn man sich was kaufen kann, aber man kann es auch einfach finden. So leicht geht es im Leben. Was ist denn schon Geld? Ein unnützes Mittel. Zum Tauschen von Waren und Konsumgütern braucht man überhaupt nicht. Was man braucht, ist ein Wille zum Kämpfen. Und ein gutes Schwert. Aber dazu muss man nicht in den Laden gehen und sich das kaufen. Man rennt in die nächste Grotte oder in die nächste Krypta, nimmt sich eins mit. Punkt. So einfach ist es im Leben. Und schon kann man vor Vanguard Lurker klatschen. Ich würde halt echt gerne wissen, was hier alles jetzt begehbar ist. Ich weiß, ich sollte eigentlich nur nach Vanguard. Ich sollte einfach zum König und reden. Aber was denn schon reden? Warum reden, wenn man kämpfen kann? Diplomatie am Arsch. Ist ja nur die Frage, wir haben ja diese eine Quest, ne? Genau, Gernots, nee, Lord Baldwins Sohn, Guntram, hat eine Erzklinge von seinem Vater. Und, okay, Schlachtfeld von Faring. Mhm, okay. Also wir können jetzt mit Hana ablaufen. Ich weiß gar nicht, was passiert eigentlich, wenn wir in die Barriere hineinlaufen. Krepieren wir dann, oder... Also ich lasse jetzt mal links und rechts die großen Inseln außen vor, ob wir dahin... Also was heißt Inseln? Es ist ja ein Festland, ne? Aber diese Abschnitte, sage ich mal... Oh, da ist eine Bank. Die lasse ich jetzt erstmal außen vor. Und krieg ein Standbild. Da krieg ich ein Standbild. 10 Minuten. Gab's kein Problem. Halt! Ich hab ja vorgesorgt. Ich hab ja Themen. Ich habe Themen, Leute, ich habe Themen. Ja? Deswegen haue ich die jetzt einfach raus. Falls ihr Interesse habt an World of Warcraft, ja, also jetzt nicht zum Kaufen, sondern eben zum Schauen, ja, jemand von, ich sag mal, unserem Team, also Team Neoras, der streamt jetzt auch regelmäßiger World of Warcraft. Ich glaube, das halt, da gibt es ja irgendwie eine neue Erweiterung für WoW. Ich bin da nicht auf dem neuesten Stand. Und auch kein Experte, also wen WoW interessiert und die ganzen Raids und den ganzen Käse und wie das funktioniert und bla, könnt ihr mal schauen bei Marius in der Kanalbeschreibung von diesem Kanal hier, also von meinem Kanal, oder eben unserem, findet ihr einen Link zu seinem Twitch-Kanal und da könnt ihr ja mal, was weiß ich, da kann man bestimmt auch irgendwas, auf Twitch kann man glaube ich auch irgendwas, irgendeinen Käse abonnieren und gucken und dies und das und tralala, und da könnt ihr mal bei ihm vorbeischauen, wenn ihr wollt. Oh, ein Kohle-Golem. Na, der ist ja quasi schwarz. Nee, komm. Und ja, falls ihr da WoW an Interesse habt, Interesse an WoW habt, oder euch selbst da auskennt oder sehen wollt, es gibt ja viele Beweggründe, könnt ihr da mal vorbeischauen bei seinem Twitch-Kanal und da auf dem Laufenden bleiben. Und ja, ansonsten gibt es noch was weiteres zum Erzählen. Ich weiß nicht, ich heb mich, glaube ich, einfach mal auf fürs nächste Standbild. Ja, wir untergraben jetzt mal quasi Vanguard, ne? Versteht er? Nein, halt, ich will die Waffe ziehen, ich... Ist mir also klar, dass ihr meine mitgibt. Roland? Ich glaube, ich bin gelähmt. Da drücke ich mal kurz F8. Tut mir leid. Aber ich konnte nicht mehr aufstehen und das... wäre auf Dauer, unangenehm geworden. Um es mal so auszudrücken. Warum sammle ich eigentlich Kohle ein? Also das ist eigentlich das Letzte, was ich brauche. Aber mir gefällt es, wie das hier aufgebaut ist alles. So. Da ist nichts zu holen. Nehmen wir ein paar Kohlebrocken hier auf. Und könnten jetzt natürlich auch mal wieder... Es gibt so viele Dinge, die ich mir anschauen will hier, gell? Das ist unfassbar. Dürren. Dürren.
Ach, guck mal an. Sind wir ja beim Wrack. Ach, guck mal an. Und da sogar ein Weg nach oben. Oh mein Gott, es gibt zu viel zum Anschauen. Also ich weiß, ihr hasst mich manchmal, glaube ich. Also ich würde mich hassen. Ah, eine neue Folge von Neorast Gothic 2 Odyssey Mod Let's Play. Geil, es spricht endlich mit dem König. Was macht der Penner denn da? Der eiert in irgendwelchen dummen Wracks rum. Du wolltest doch wissen, wie es weitergeht. Oh. Ja, ich weiß. So könnt ihr euch manchmal fühlen, vielleicht, wer weiß. So. Hat sich gelohnt. Nichts gefunden, aber immerhin an Erkenntnis gewonnen, ne? Die Story kann ich euch auch mal auspacken. Also ich weiß ja nicht, ob ihr... Also wahrscheinlich kennt man das schon. Also nee, im Prinzip brauche ich da gar keinen... Oh, schwarze Varane. Da brauche ich da gar kein konkretes Beispiel. Man kann es einfach eigentlich verallgemeinern. Bei Survival-Spielen... Sprich, alles, was nach Minecraft so kam, ist es oftmals so, dass es ja auf offiziellen Servern immer auch viel PvP gibt und irgendwelche ruhen, rastlosen Hartz-IV-Empfänger, um das mal blöd zu pauschalisieren, die ganze Zeit nur spielen und dann quasi jeden, der neu anfängt, über den Haufen rotzen. Ne? Und bei diversen, das war jetzt echt schon bei mehreren Survival-Games, die ich selbst gespielt habe, so der Fall. Wir haben einfach mal angefangen, irgendwo bauen wir uns eine Hütte oder sonst was. Bauen uns ein kleines Lager, bauen uns auf, ja. Und wir sind dann da und freuen uns und denken, wir sind echt was, echt gut dabei. Und dann kommt eben der Reality-Check und wir kriegen volle Kanne auf die Fresse und werden dann geraided, ja. Am besten auch noch offline, heißt, bei uns wird alles zerstört und aus den Kisten geklaut, was wir hatten, ohne dass wir überhaupt da waren. Da war natürlich dann der Enthusiasmus groß. Alle waren so quasi... demotiviert und hat überhaupt nichts mehr auf das Spiel jetzt oder auf die Spiele, wie gesagt, waren mehrere überhaupt keine Lust mehr. Und alle denken sich, ey komm, leck mich doch am Arsch, was soll der Scheiß und Dreck spiele ich nie wieder. Und dann kommt der Neorast um die Ecke und sagt, Leute, was uns bleibt, ist die Erfahrung. Ja, und die Erfahrung ist wichtig. Egal wo, egal wann, egal wie. Erfahrung bringt euch immer weiter im Leben. Ja, und eigentlich ist es sogar wirklich ein Arschloch-Move, sowas zu sagen, weil ganz ehrlich, ich wäre da auch ziemlich sauer. Wenn ich gerade, was weiß ich, wie viele Stunden Spielspaß geraubt kriege, das alles verheizt wird, da kommt da so ein Pfosten um die Ecke und sagt, Leute, die Erfahrung bleibt uns. Ich wäre sehr, sehr sauer. Aber deswegen übernehme ich den Part auch. Oh, hier geht's weiter. Aber nee, eigentlich ist es ja ernst gemeint. Also jetzt egal... in welcher Situation ihr euch befindet, ob es ein Spiel ist oder die Realität, Erfahrung ist immer wichtig. Ja, es klingt zwar banal, dass manchmal, also einfach nur diesen Begriff auf das Spiel, auf ein Spiel zu reduzieren, aber Erfahrung ist wirklich wegweisend wichtig, ausschlaggebend für euren Werdegang, immer. Sowohl in den Spielen als auch in der Realität. In der Realität hat Erfahrung nur keinen fixen Wert. Oder also Erfahrung ist auch im echten Leben halt keine Zahl. Wobei ich ja gehört habe, das habe ich auch so dämlich empfunden. Also aber an sich ist die Idee nicht schlecht, weil man so zumindest ach du heilige Schande. Ja, ich renne da erstmal rein, damit die nicht, ich glaube, da sind schon ein paar runtergefallen. Was ich sagen wollte, die Hälfte von denen ist runtergefallen. Mindestens. Was ich aber sagen wollte, es gab, glaube ich, irgendeine Schule, ich weiß nicht, in welchem Land das war, es kann Japan sein, es kann die USA sein, da ist nichts. Es kann auch, ich weiß nicht, ob es Deutschland, ich glaube, Deutschland war es nicht, auf jeden Fall gab es irgendwo eine Schule und wie das Schulleben so war oder ist, in meinem Falle war, der Lernspaß nie vorhanden, nie. Ja, Schule war bei mir immer mit einem Wunschdarkrampf zu vergleichen. Und aber ist ja auch vollkommen Latte. Auf jeden Fall... Da saufen die gerade alle vor sich hin. Im Ernst?
Meine EP! Sind jetzt einfach nur 4 Stück ersoffen? Das ist ja Wahnsinn. Na egal. Schade. Um die EP. Naja, nicht so schlimm. Kann man verkraften. Waren nur 800. 800! Wo ich auf jeden Fall, was ich eigentlich erzählen wollte. Es gibt irgendwo eine Schule oder halt einen Lehrer, der hatte eine fixe Idee. Oder die Schule hatte eine fixe Idee. Und dann haben sich einfach gedacht, wenn die Kinder Vokabeln richtig aufsagen oder wenn sie Mathe-Gleichungen richtig lösen, bekommen sie Erfahrungspunkte eingetragen. Ja. Und haben quasi so ein Belohnungs- und Loot-System in den Unterricht integriert. Das klingt zwar irgendwie auf den ersten, so, ne, auf den ersten Gedanken klingt das irgendwie komisch, aber es hat einen Lerneffekt bei den Kindern hervorgerufen. Da frage ich mich jetzt nur, sind die Kinder so weit, dass sie sich dadurch beeinflussen lassen? Oder ist es einfach nur eine gute Idee? Und ach du Scheiße, ich glaube, ich gehe hier gerade richtig weiter in die Wildnis hinein. Aber ich mache auch hier mal an der Stelle Schluss und ich würde sagen, wir sehen uns in der nächsten Folge. Bis dahin, tschüss.